nur mal zeigen, weil das mittlerweile schon unser Meme-Game geworden ist. Und das Game ist sehr toxisch. Das ist ja komplett schlimm. Ach komm, leck mich doch am Sack, ey. Und dann sifft er so ein bisschen rüber. Ist aber eigentlich ganz geil, oder? Und dann einfach den linken Stick einfach so, je nachdem, wie du ausruhen willst, weißt du? Ah, oh, da muss ich gleich mal gucken. Das muss ich gleich erstmal gut äugen. Ja, da war, ich hab die Weiße mit reingeknallt. Echt jetzt? Ja. Ah, faul, raus die Sau. Warte, hast du die ganze reingekegelt, oder? Oh, das sag ich dir jetzt nicht. War das war die 9, dann war das eine halbe, glaube ich. Oh, Ausschlussverfahren, aber clever. Aber hier ohne Lineal, ja? Nicht, dass du dir auch noch so ein Haar rausrupfst oder so. Stoßen. Jetzt dann musst du stoßen bestätigen und dann machst du mit dem linken Stick. Oh. Da sind aber ein paar Aggressionen noch drin. Ja, was faul. Loche die Kugeln 1 bis 7 ein. Oh. Aber dann wollen wir ein Lineal am Bildschirm halten und dann. Nee, das ist verboten. Oh, da! Was hast du denn da probiert? Ah, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Knick in der Optik. Kann man dir helfen? Am Auge. Ja. So. Ich finde das manchmal so schwer einzuschätzen, aber der geht. Der geht, oder? Der geht. Ey, da bist du da oder? Da bin ich halt die Lachnummer in der Kneipe. mit so'n Zügen hier. Na, wirklich. Da muss ich ja nachher noch die Salzstange zahlen. Oh Gott. Stell dir. Ach Gott, erbarme, Jesus, bitte. Wenn wir beide jetzt in so einer ollen Kneipe, weißt du, ich würde mich schämen. Wir beide mal eine Runde Billard? Oh, mal so, in echt? Ich würde das mal machen. Was soll das, ne? Ja, den Zwirbelk an der Roten vorbei. Wie? Wo? Wo wohnst du denn? Hä? Ja, ich wollte sie ja für dich. Spaß, Vogel. Liegen die Spaß. Auch noch perfekt für dich. Du Spaß, jetzt liegen Vogel. Jetzt liegen die da im. Das ist ein Spaß, Vogel, Bastian. Mhm. Ah, kein Problem. Ja, du machst so viel Pfefferdruck. Das ist ja scheiße. Du musst. Pass mal auf. Hallo. Du musst halt auch ein bisschen mehr darauf achten, dass du dann auch die Ausgangslage der. Du, ich sag mal. Ja, Leute, mit Bande muss ich da jetzt nicht viel machen. Na, wenn das funktioniert, dann. Sag deine Tasche an. Oh, wo mit die mal. Hauptsache irgendeine in der Ecke, ne? Hab ich recht, was ja? Jetzt reicht's. Also jetzt wird's langsam ein bisschen gemein. So schmier dir mal richtig vorbei da. Na? Hallo. Das darf man. Prima. Gefahrenverzug. Du für'n Johnny. Warte mal. Ich kann wieder steuern, ganz zurecht. Der dreht sich wieder. Du kannst auch in die andere Richtung drehen, ne? Wie eine offene Hose. Wenn der nicht geht, dann bist du aber auch besoffen. Oi, jawoll! Erste Runde. Ja. 5 Subs, Bastian. Spaß. Ach so. Ja. Ich mach ein paar Münzen rein, ne? Münzen. Naja. Ein paar Donations. Was Subs? Oh, da hat er aufgepasst. Weißt du, was spielst du mit mir? Zwergenhalmer. So ein bisschen was in die Richtung, wa? Oh, scheiße. Oh nein, ich hab nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Henke. Oh, ja, da war's da wirklich. Aber wo ist denn da die Konzentration? Ja, ich hab wieder ein Katzenbaby gedacht. Über dem Flügel. Oh, da hat er geschlafen. Oh, komm! Was? Das gibt's nicht. Oh. Ich muss sagen, die Jungs, die wirken heute sehr statisch auf mich. Alter, den Kast aber richtig frisch, Junge. Nein! Oh Mann! Richtig! Aber es war eine Abwehrleistung gerade, das muss man auch sagen. Ja, komm, Klassik sagen. Nachspielzeit. Boah, das ist ja auch heavy Nachspielzeit. Ja, jetzt geht noch weiter. Oh! Eingelocht! Nee, jetzt machen wir nicht den HSV hier. Nicht noch hinten rausbrechen. Schön auf Zeit, Jungs. Boah, das ist geil. Lass mal.
Der erste FCGR geht. Der ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil. Der gibt auch die Stärke. Optimal, halt optimal in die Mitte treffen oder was? Ja, so mehr oder weniger so auf Taktik. Pass musst du den so flicken oder was? Ja, genau. Du musst halt sozusagen, das Ding, was du halt so siehst, das, stell dir vor, dein linker Stick ist halt wirklich die Feder. Und wenn du die loslässt, ist das halt genauso, als würdest du den so flicken. Ah, weißt du? Okay. Ja, alles klar. Wollen wir ein Gefühl für kriegen? Oha. So bin ich. Oh, das war ein bisschen, das war ein Frühstart. Ja, deswegen, da musst du aufpassen. Jetzt sag mal! Ja, du musst da mit Gefühl reingehen, Junge. Aber du machst das hier kein Gefühl. Ja, genau, richtig schön nach hinten spannend, das Ding erstmal. Also, solche Frechheiten kriegst du den hier rein. Zack, komm. Ab dafür. Direkt zurück zum Absender. Ha? Lass ich mich gar nicht erst drauf ein, auf die Provokation. Du hörst nicht gerne bei deiner Shisha, wa? Ah. Letzten drei Kohlestücke. Ja. Noch zwei Stück. Da werde ich wild, wenn es kalt wird auf dem Kopf. Oh, da wird es nochmal spannend zu wenden, wa? Letzter Stein. Ja, guck mal. Mach mal, mach's denn. Das war dein letzter? Das war aber nicht mein letzter. Was ist das jetzt? Warum hast du jetzt gewonnen? Ja, weil meine am nächsten in der Mitte war. Echt jetzt? Das Ding ist, du hast die. Ich helfe dir am Anfang ein bisschen. Mhm. Du kannst ja auch mit dem Chat zusammenspielen bei denen. Du kannst dir einfach im Chat helfen lassen, so ein bisschen. Aber es geht einfach darum, dass du einfach schlau dir bestimmte Sachen einfach merkst. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Kategorien, ja? Hör mal zu. Ja. Also 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er müssen am Ende oben eingetragen insgesamt 63 Punkte mindestens ergeben, damit du nochmal einen Bonus von 35 Punkten ergibst. Ah, okay. Das setzt sich zusammen, wenn du von jedem dieser Würfeldinger, von den sechs, jeweils drei hast. Also drei Einsen, drei Zweier, drei Dreier, drei Vierer, drei Fünfer, drei Sechser. Und dann kommst du auf 63. Okay. Genau, also nur zur Orientierung, weißt ja du? Chance ist einfach alles zusammengerechnet wildkühlig. Das muss keine Reihenfolge sein, ist einfach sozusagen eine Art Joker. Okay. Vier Gleiche, ist, denke ich mal, klar. Ne? Wenn du vier Sechsen hast und eine Eins, hast du halt 25. Full House sind zwei, also Full House sind drei Gleiche und zwei Gleiche. Aber die musst du die jetzt zufällig kriegen oder kannst du die während des Würfelns bekommen? Das Bonusdinger, die du noch irgendwie. Nee, die, genau, du musst alle Kategorien, wir würfeln halt alle, bis wir halt alle sozusagen was eingetragen haben. Ja. Und es kann halt auch manchmal passieren, dass du halt auch null einträgst. Aber ich trage grundsätzlich nichts unten beim Bonus ein, oder? Doch, also unteren Felder, je nachdem, was du halt würfelst. Das also halt kann es möglich sein, dass ich ja, da zum Beispiel, es kann ja zum Beispiel sein, du würfelst halt jetzt vier Fünfen, weißt du? Und dann überlegst halt schon, ob du jetzt die Fünfen eher oben brauchst, um den Bonus von den 35 Punkten noch zu bekommen, dass du die lieber oben einträgst, oder ob du jetzt zum Beispiel das für vier Gleiche nimmst. Ja, in den Bonus quasi reinspielen, ja. Ja, da musst du halt überlegen. Ja. Kleine Straße ist vier hintereinander, also vier aufeinanderfolgende Zahlen. Mhm. Große Straße sind fünf aufeinander, und eine Yacht sind fünf Gleiche, bringt 50 Punkte. Easy. So, ich kann ja jetzt mal meinen ersten Zug ein bisschen kommentieren, das ist halt jetzt richtig Schmutz. Ich will nicht auf die Einsen gehen, weil die Einsen nimmst du auch oft als sozusagen als Joker, als auch sozusagen Chance. Weil bei den Einsen kannst du halt auch maximal nur 5 Punkte haben. Ja, eben. Deswegen ist nicht schlimm, wenn du da mal eine 0 reinhaust. Ja. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal random auf die 5, weißt du? Probierst du mal. Ab die 5 gesichert, ist Schmutz. Die unteren Sachen gehören nicht zum Bonus, das sind externe Sachen, okay. Ja, genau. Deswegen probier's nochmal, schmeiß da drin und... Sag mal. Ich hau's jetzt halt bei den Einsen rein, weil was ich jetzt mein erster Zug war, halt richtig scheiße. Dann zeig ich mir einen Würfel. Ah, schüttel mal den Becher. Aber sei mal ehrlich, ist auch viel schöner hier. Ist entspannt, ja. Ja, hier ist schöner. So, also du hast halt fast eine kleine. Ja. Aber da hab ich boah, das ist halt fast eine kleine Straße, aber boah. Kann ich halt den auch zurückholen? Ja. Weiß es nicht. Aber du kannst halt die 1 und. Also du musst halt die 1, 2, 3 halt safe und dann kannst du halt einfach hoffen, dass du eine 4 oder so. Also ich will dir gar nicht so viel reinreden, weil es halt einfach. Ja. Ein komm, Würfel, kleine Maus, komm, gib dem Papa mal eine 5. Ah. Ja, ist trotzdem eine kleine Süd. Neben der Lütte Straße. Wo haben wir sie? Nein! Oh. Hä? Ja, Digga, ich hab gefettfingert. Ah, Mann. Komm, letzte Runde. Geh auf die 2, nein, geh auf die 2. Wieso sollte ich? Wenn du mehr 2 hattest als 1. Ah, gut. So, das ist halt... Achso, nein, sorry. Ich dachte, du brauchst noch eine Yacht. Sorry. Ja, natürlich, ist schlauer. Es tut mir leid. Ich dachte, du bist auf eine Yacht gegangen. Was, ja, sorry. Was redest du denn wieder? Du brauchst ja 5 Einsen für ein Dings. Uff. Oh. Kriegen wir einen Bonus nicht. Krieg ich nicht, Bastian. Haben sie mir verwehrt. Ja, das ist.
Das ist, das ist ein verlorenes Spiel, glaube ich. Ja, mal drei, noch mal ein paar Fünfen. Vergebene Mühe, wie wir auch sagen, ne? Meine Yacht kriege ich hier nicht heute. Boah, lass weiter kniffeln, ich hab Bock zu kniffeln. Kniffel ist auch schon, das ist ein richtig nice Game. Das ist ein richtiges Spaßspiel. Jetzt weißt du auch Bescheid, wie es geht, weißt du? Mhm. Du bist auch ein kleiner Kniffelkönig, ne? Naja, man muss ja mal gucken, ne? Mhm. Aber es hat auch die Schwierigkeit, ne? Man muss halt echt sich konzentrieren oben auf dem. Also ich gehe halt immer, ich forciere halt immer den Bonus oben an. Also ich will immer erstmal den Bonus haben, bevor ich irgendwann. Ja, komm, vorbei die Runde. Ey, so, ab in die nächste. Ab in die nächste, komm. Boah. Ist nicht wahr. Was? Ist nicht wahr. Was? Jetzt war sie, was denn? Ja, jetzt guckst du ihn dir ab oder was? Na sicher. Hm. Ass. Hm. Was hier? Was hier, kann ich die Hausaufgaben bei dir abschreiben? Ja, mach aber nicht so auffällig. Geil. Ja, aber dich hat's ja komplett zerschossen, du Spaßvogel. Hä? Ja, wo willst du denn? Pass mal auf, da wo du bleibst, da. Ja, mal. Na, guck mal, wie du da rauskommst. War ja eine super Idee von dir, wa? Lackaffe. Boah, du mit deinem Corsa hier wieder. Hm? Ich wollte nie im Golfclub. Ach, sie kehren wieder. Ach, die ganze Zeit. Absolut AIDS. Oh, Eagle. Hä? Eagle. Ja, musst du mal aufpassen, was ich hier mache, yeah, mit dir. Ja, das ist so AIDS mit der Kerl. Ich muss so aufpassen die ganze Zeit. Vernaschen tue ich nicht. Ja, aber ich, Leute, letztes Mal war ich nicht so gut. Ich habe das jetzt auch erst einmal gespielt. Überhaupt erstmal zu treffen. Und überhaupt erstmal den Gegner überhaupt zu readen, was der jetzt für einen Wurf macht, ist so insane schwer. Out. Hab ich dich. Ja, zwei Outs, jetzt hab ich nochmal einen dritten. Out. Ja, und das ist dann auch ein Out, wenn zum Beispiel einer von denen fängt. Ja, ne? Das war eine Nullnummer, was ja. Ja, jetzt, du hast einen Knopf, den du halt drücken musst und du musst dich alle auch immer, je nachdem wie ich jetzt... Muss ich genau schlagen, wenn der Ball kommt oder was? Ja, das Timing, es ist sehr schwer. Du musst dich halt auch mit ausrichten, wie ich halt mich sozusagen ausrichte. Weil sonst kannst du den Ball nicht treffen. Willst du mal einen kleinen Test? Mhm. Digga. Es ist halt, ne? Ja, alles klar. Ich muss es dir nochmal zeigen, weil das mittlerweile schon unser Meme-Game geworden ist. Und das Game ist sehr toxisch. Das ist ja komplett schlimm. Ach komm, leck mich doch am Sack, ey. Sei ehrlich, weil die Zuschauer können meistens nicht so relaten, dass das Spiel halt wirklich schwer ist. Digga, das ist richtig scheiße. Mann! Ne, weil du dürftest halt jetzt bei denen nicht schlagen. Du musst halt teilweise erkennen, dass du nicht schlagen musst. Weil ich halt sonst, also... Digga, das ist der Hammer jetzt. Weil es halt sonst ein Ball ist. Das Foul wird dir nie angerechnet, also Foul wird nicht als weiterer Strike. Ja, ich weiß. Also ich meine jetzt eigentlich als Zuschauer gar nicht. Achso, oh. Aber gut. Jut dich doch was hier, ha? Wenn du so schlau bist. Ja komm, mach du erstmal ein paar Treffer hier, wa? Hm. Out. Ah, schläfst du wieder, wa? Trotzbengel. Ah, du bist der Drecksau. Ja, komm, ey. Was sind sie? Sind die dir zu schwer, Henke? Ja. Leck mich doch am Sack, ey. Nicht das Ausrichten vergessen. Out. Ach komm. Leck mich doch an die Füße, ey. Ja. Ehrlich, nee.
Voll versemmelt, Junge. Leck mich doch, ey. Ey, es gibt mir dieses Werfen gibt mir so oft den Sack, das macht so keinen Bock. Das ist richtige Scheiße. Findest du? Ich finde das Werfen teilweise noch sogar geiler. Das Werfen geht mir richtig auf die Eier. Ich würde lieber versuchen, weißt du? Ey, ganz ehrlich. Oh, schub den noch auf, du! Der will ihn nie bügen. Hier. Kriegst du noch einen? Hm? Eingetütet! Nee, komm. Ich kündige. Out. So ein Dreckspiel, ey, wirklich. Scheiße. Mit der Scheiße kannst du mich jagen. Ja, komm, ey. Aber sonst ist also 51 Club Games ist trotzdem sehr nice. Ja, aber das Spiel ist, ey, das ist eine richtige Scheiße. Ach komm, leck mich. Ach komm. Imagine, du verlierst wegen dem Spiel 200 Euro an mich. Ja, imagine.